Was war? Moin Giorno und guten Tacho allerseits. Ich bin's, Josef Britter, eure Augenweide aus dem Aargau. Ne? In dieser Wochenschau dreht sich alles um die Neuigkeiten der letzten Tage. Und natürlich um mich als Präsentator dieses Spektakels. Ne? Das ist der Joso. Er hat das Studio dekoriert und moderiert heute die Show. Geschrieben hat aber nicht er den Text, sondern wir. Der Mairi und ich. Und einfach vorweg, es gibt in dieser Sendung keine Überraschungen. Ich glaube, da kein Wort. Es ist zwischen Tränen. Ist jetzt alles auf Hochdeutsch? Ein Kollege von Joso hat mir von sich aus anonym auf Instagram geschrieben: Hey, das kommt nicht von mir, halt deine Schnurren, aber wenn er einen richtigen Wand Hops nimmt, dann muss er Hochdeutsch reden. Nein, stopp, nein, ihr habt mir ein Skript gegeben, das nicht Hochdeutsch ist. Nein! Ich hasse das, ich schwitze am Bauch. Du bist schon der halbe Deutsche geworden, wenn du am Bauch schwitzt. Es ist zwischen Tränengas und Gummischrot am 1. Mai fast ein bisschen untergegangen diese Woche. IB ist Schweizer Meister. Jubel! Gute News ist, im Bern sind wahrscheinlich gar noch nicht angekommen. Hier geht ja alles ein bisschen langsamer. Gellet, Gielen? Aua, schon! Habt ihr eine Warnung? Stecken die Türe. Darum da für euch als Service Public. Ihr seid Schweizer Meister. Und das sind exklusive Aufnahmen vom Berner Public Viewing. Und natürlich war das SRF auch mit dabei gewesen. Heute Nacht bei den Spielern hat der Reporter die wirklich wichtigen Fragen gestellt. Kevin Rüegg, darf ich das hören? Wir sehen hier diverse Tanzperformances. Jetzt sind wir aber schon wundern, wer ist offiziell der beste Tänzer bei IB? Wir werden hier über den Filmen. Zum Joel Montero. Was macht ihn zu so einem guten Tanz? Ja, ich habe gesehen, auch wenn ich auf dem Platz bin, mit dem Ball rumtanzt. Dann schauen wir noch ein bisschen zu. Danke vielmals. Die haben Young Boys schon sehr wörtlich genommen, oder? Wieso genau hat SRF Sport den Kinderreporter dort angeschickt? Hat er bei Make a Wish gewonnen? Also, hallo, dort ist Alkohol getrunken worden. Das ist hure verantwortungslos. Warum schicken Sie ein Kind in die Umkleide mit halbnackten Männern? Zuerst Ruhe vergeht, jetzt das. SRF Sport. Wir fordern eine Stellungnahme. Ihr Kelps, das könnt ihr rausschneiden. Aber das wollte ich mal anfügen. Was mich aber richtig gefreut hat diese Woche, die Schweiz übernimmt den Vorsitz im UNO-Sicherheitsrat. Ich habe mich informiert und herausgefunden, dass die ersten Änderungen schon in Umsetzung sind. Man darf plus 4 wieder auf plus 4 legen. Wenn man 2 Karten hat, müssen wir neu «Due» rufen. Und reinwerfen darf nur noch China und Russland und am Schluss gewinnt immer Amerika. Der neue Vorsitz übernimmt übrigens der Ex-Credit Suisse-Chef, der Urs Rohner. Er hat gerade Zeit und ist ein verdammt guter Zocker, heisst von der Seite der UNO auf Anfrage von Studio 404. Nein, jetzt aber mal im Ernst. Mit dem Slogan «A Big Plus» übernimmt die Schweiz den Vorsitz vom UNO-Sicherheitsrat. «A Big Plus» ist schon meine Fähigkeit, Hochdeutsch zu reden. Kass euch. Ja, nicht? Machen die Schweizer bei der UNO einen auf dicke Hose? Kassieren Nazi-Gold, waschen Geld für Terroristen, aber setzen sich dann auf den dicken Stuhl? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Lecco mio. Hass euch, Mann. Sobald du Hochdeutsch redest, bist du automatisch ein bisschen rechts. Ja, wir sind auch asozial. Was sonst noch krasses passiert ist die Woche im Recap? Der Recap, ne? Der Recap. Surprise, surprise, die Woche war wieder mal beschissen gewesen. Darum willkommen zum Recap. Der Walti Weidt hat einen Karrierewechsel gemacht, vom Drogendealer zum Polizist. Eindeutigen Abstieg. Apropos Polizei, die hat am 1. Mai, wo es geklopft und tatscht hat, einen Prikurasträger den Boden küssen lassen, weil er ein Absperrband entfernt hat. Sportliche Leistung, Jungs. Auch sportlich ist der irische Golden Retriever, der 27 Tage lang zu seiner alten Familie zurückgelaufen ist, um dort nochmal gekorbt zu werden. Was für ein schlechter Film. Und wenn wir schon bei schlechten Filmen sind im Kino, bringt der Winnie Pooh jetzt Menschen um. Der Investor von der hässlichsten Schweizer Turnschuhe moderiert jetzt die Met-Gala und die einzige authentische Figur auf dem roten Teppich war die Kakerlake. Ein südkoreanischer Kunst, die frisst die teuerste Banane auf der Welt. Was ihn gefragt haben, wieso, hat er gesagt, weil ich die Lust hatte. Kein Kids-Klaus gibt es für australische Kinder. Ihr Gesundheitsminister macht uns einen Strich durch unsere Exportpläne und verbietet süße und farbige Vapes. Schade. Und der schierende Tröte hat angekündigt, dass er mit Musik aufhört, wenn er wegen Plagiat schuldig gesprochen wird. Hoffentlich uns durch. Niemand will das ich mehr hören. Es gibt keine Überraschungen in dieser Sendung. Aber ich habe euch etwas mitgebracht. Ich wäre froh, wenn ihr es anlegt, einfach für die Sicherheit. Die Sicherheit ist wichtig. Wir machen das wieder mit so einem guten, alten, magischen Schnipser. Hast du jetzt doppelt Brille? Ich habe doppelt Schutz. Ich habe ein richtiges Gebrüll in meinem Gesicht. Promi News von der Woche. Til Schweiger ist ein Arschloch. Aber alle reden nur darüber, dass er ein Alkoholproblem hat, sich am Set wie ein Diktator aufführt und Leute zur Sau macht.
Aber vergessen wir doch nicht etwas Wichtiges. Der Til Schweiger ist auch ein extrem schlechter Schauspieler. Ich bin noch nie so gefreut, dich zu sehen. Der Til Schweiger ist zwischenzeitlich auf Mallorca untertaucht. Sag mir Mallorca oder Mallorca? Du bist doch Spanier. Mallorca. Mallorca. Es ist auch ein Espanol, es ist auch ein Mallorca. Si. Wenn du das machst, dann fühlt sich das mega rassistisch an. Ich weiß nicht warum. Wieso? Ich bin halber Spanier. Wieso ist das rassistisch? Nein, Moiri. Nein, wach auf, bist nicht. Du weißt, es ist David. Wirklich David. David? Nein, nein. Nein. Der Til Schweiger ist zwischenzeitlich auf Mallorca untertaucht. Guter Move, weil dort gehört es zum guten Ton als Deutscher, wenn man besoffen Leute anschreit. Er hat zeitweise selber zugegeben, dass er jeden Abend 3 Flaschen Wein getrunken hat. Ich feiere gerade nur, ich habe jetzt 3 Nächte nicht geschlafen. Jede Nacht nehme ich mir vor, ich werde schlafen. Ich schlafe wieder nicht, aber und alle meine Freunde sagen, Till, pass auf dich auf, du bist auch nicht unsterblich und so. Ey, weißt du was? Ey, ich liebe mein Leben. Die sollen sich alle gehen. Ich liebe mein Leben und ich bin so stolz und ich bin so dankbar. Und ich freue mich so, dass das deutsche Publikum den Film genauso liebt wie du und ich. Wie geht das Sprichwort nochmal? Reden ist Silber, Schweiger ist voll. Das sind wir auch von gutewitze.net. Das haben wir selber erfunden. Vielleicht schafft es Til Schweiger endlich vom Alkohol loszukommen. Ich sehe schon seinen nächsten Filmtitel. Fanta Fanta. Das ist herzig. Niemand kennt die Filme. Vom einen Kaputten zum nächsten. Matteo, was macht das Wetter? In Zürich schneit's. In Zürich schneit's. Es ist Mai. Aber in Zürich schneit's. Es ist eine absolute Sensation. Es ist eine absolute Sensation. Also, nochmal, es hat keine Überraschungen in der Sendung. Einfach, ich wollte es einfach gesagt haben. Ich habe Angst, dass irgendetwas doch noch passiert. Kennt ihr die geile Ziegelsteindonner? Das Nokia 3310, der Chuck Norris unter den Handys, vierte Woche das grosse Comeback. Das nicht etwa zum Bier aufmachen oder als Bohrkopf für den neuen Gotthardtunnel. Es gibt einen neuen Gotthardtunnel. Sie machen eine zweite Röhre, damit die erste saniert werden kann. Und dann müssen sie die zweite wieder zumachen, weil sie nur eine zweite dürfen machen, damit die erste saniert werden kann. Wieso weißt du das? Bruder, das ist Ja, fang den Satz mit Bruder. Bruder, ich habe das Telegram-Chat gesehen. Ich kenne mich einfach aus mit Röhren wegen dem. Fuck, das habe ich jetzt gesagt. Das hast du im Internet gesagt, ja. Das nicht etwa, um ein Bier aufzumachen oder als Bohrkopf für den neuen Gotthardtunnel, sondern ganz einfach zum Autos klauen. Autodiebe tun sich neuerdings in Luxuskarossen rein snaken. Das ist mein Lieblingswitz im ganzen Ding. Das ist richtig gut. Die Welt wird immer komplizierter. Jetzt muss mein Cousin zuerst. Nein, das sind so Wichser. Das ist so alt. Die Welt wird immer komplizierter. Jetzt muss mein Cousin zuerst Handys klauen, damit er Autos klauen kann. Zum Glück darf ich noch gar nicht Auto fahren. Dann habe ich ein Problem weniger. Grüß Gott aus Almendrit. Also, es hat keine Überraschungen. Ah, was? Auf das wäre ja gar nicht gekommen. Aber ich hätte noch mal einfach für eure Sicherheit. Man weiss ja nie, was in so einem Studio passiert. Ich meine, es ist eine gefährliche Welt. Du hast einen Schipsen. So. Hey, sicher ist sicher. Aber es gibt keine Überraschungen. Ja, ja. Zum Schluss noch eine schöne Mini-Geschichte. Spanien verbietet Zwergenstierkämpfe. Also Stierkämpfe mit kleinwüchsigen Toreros. Torerolinos passt das gar nicht. Die verlieren ihre Jobs. Das neue Gesetz soll sicherstellen, dass die Menschen nicht diskriminiert werden, indem sie diskriminiert werden. Es ist also wieder mal über ihre Köpfe hinweg entschieden worden. Ihr seid so mies, Mann. Das ist immer gemein, Alter. Weißt du, die Leute denken nachher, ich sage das denen und habe das geschrieben. Du hast es gesagt. So von kleinwüchsigen Angriffen, Mann. Dann bekommen wir so Kopfnüsse in die Knie rein oder so. Die Entscheidung in der Szene für grosse Aufregung gesorgt. Mikrofon. Und mit gross meine ich etwa 1,15 Meter. Wo die Zwergentoreros das gehört haben, haben sie... Sorry, ich kann das nicht ernst lassen. Wo die Zwergentoreros das gehört haben, haben sie ausgerufen. Lili puta madre! Jo, so Alte! Was sagst du da? Das war zum Beispiel so einer, der gesagt hat, du können sagen, nein. So Sachen sage ich nicht in meiner Sendung. Und wer denkt an das Stier? Mal wieder niemand. Kinderarbeit ist das Ganze. Bei gegen Torerolinos treten nicht etwa ausgewachsene Stiere an, sondern die Jungen. Die Bullen sind teilweise so klein, nicht mal Kinder haben Angst vor ihnen. Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Wieso? Ja, einfach die sind einfach alles. Ja, so zeig wegen diesen Uhren. Zwergenstierkämpfe sind verboten. Aber Hauptsache Minigolf ist wieder erlaubt. Ich habe keine Lust, was passiert da jetzt.
ich will nicht. Nein, ich will nicht. Ich habe hier ein Mikrofon, gell? Es ist gut. Ich habe 20 Kilo. Was war? Das heißt, ich habe eine Überraschung geworden. Sie vertrauen aber nicht. Das kommt sicher noch etwas. Nein, es gibt keine Überraschung. Also, dann können wir jetzt aufhören, oder was? Ja, ich kann jetzt aufhören. Ich kann aufhören, es ist gut, es passiert nichts. Oh, du bist so ein. Hä? So ein Anschalter. Also, hey, eine kleine Überraschung kann ich schon. Moiri, für dich, Mann. Du darfst nächste Woche die Sendung moderieren. Ja, mit den Insta-Followers. Ja. Das war mega cringe. Können wir das nochmal machen? Freunde der Blasmusik, das war's mal wieder von uns. Hau rein, Digi. Bis dann. Die Rechte dann, die Linke, beide machen Winke, Winke. Okay, da können wir, ja. Ah, finde ich gut. Der ist super, ja. Erst die Rechte, dann die Linke, beide machen Winke, Winke. Wie muss ich das machen? Super, einfach weitermachen. Das